Okay, da wären wir nochmal zu einer weiteren Folge Clash Royale. Ich hoffe mal, heute geht hier alles glatt, ne? Nicht wie die letzte Aufnahme. Da muss ich wieder einiges schneiden, auch am Ende wieder tatsächlich. Also, es müsste jetzt nicht unbedingt sein, aber es wäre mir lieber. Und ja, dann gucken wir mal hier rein. Das kommt alles mal geöffnet, zack. Dann hier, ah, das kriegt man auch. Feuerball, hatte ich lange nicht. Sowas, okay. Dann weiß ich jetzt nicht, ob ich mal so einer Dings hier beitrete, also vielleicht doch mal. Ja, nee, ich weiß nicht. Königliches Turnier, was heißt denn das? Ist das etwa wieder so Touchdown? Ich denke das jedes Mal, aber ist es halt nie, wenn man mal ehrlich ist. Nee, stände auch wahrscheinlich dann da, also wahrscheinlich im Titel direkt und nicht mal hier unten in der Beschreibung. Aber das habe ich ewig nicht gelesen. Von daher, wir kämpfen jetzt einfach erstmal. Mal sehen, wird schon irgendwas bei rauskommen. So, und ich hoffe mal, heute die Kämpfe werden nicht so lang. Wäre schön, weil wir hatten jetzt oft solche knappen Sachen und so langwieriges. Da hat auch wieder komische Skins an seinen Türmen. Liegt das am Level? Ich glaube ja, gell? Also an der Arena eigentlich. Obwohl am Level auch. Also es hat mit mehreren Faktoren was zu tun. Den kriegt man ganz gut weg. Ach so, da macht ja auch. Nee. Machen wir den mal zur Ablenkung. Ja, das hat ja gar nichts gebracht. Ey. Das war wieder komplett scheiße. Ich kann auf sein Deck nicht so richtig reagieren, ne? Also ich habe das auch gemerkt. Letztes Mal hat man eben wieder ein Deck dabei, was besser war. Und wo ich gut reagieren konnte und auch immer irgendwas hatte. Aber hier, da ist es wieder unmöglich. Ich hau jetzt erstmal einen Feuerball raus. Na toll, ey, Funky. Das ist da echt scheiße. Ich meine, da können wir mit Lakaienhorde was machen, aber ich weiß noch nicht. Ja, was setze ich da jetzt, ne? Alles, was ich setze, ist eigentlich falsch. Ich kann nur Lakaienhorde setzen. Ich mach mal hier noch diesen. Und vielleicht Skelettarmee, damit die das abkriegen und nicht meinen Tower. Dann Tunnelgräber hier wieder zur Ablenkung nur. Ja, da kann ja auch für die zur Ablenkung noch gelten. Während der Turm da zumindest Schaden machen kann, okay. Oh nee. Ah, jetzt haben die das nochmal so runtergepusht. So komische Kobolde immer, weißt du, daran will man dann auch nicht seine Level verlieren oder seine HP. Och, ey, was ist das denn? Ey, immer diese Viecher und der schafft es auch mit jedem, was er setzt, irgendwie mir Schaden zu machen. Das ist schlimm. Das ist eigentlich nicht gut, wenn man solche unausgeglichenen Decks hat hier. Okay. Dann weiß ich jetzt auch nicht. Ja, jetzt warte ich ein bisschen, dann nehme ich Kampfholz. So, na mach, Mann. Der macht das teilweise einfach nicht. Ah, gut, das hat noch getroffen, den. Ja, wow, was willst du da auch machen? Scheiße, Mann. Das wird überhaupt nichts. Ach komm, ey, ich würde gern lieber den Kampf jetzt abbrechen. Weißt du? Das ist so sinnlos, hier noch irgendwas versuchen zu wollen. Ja. Das bringt überhaupt nichts mehr. Ey. So. Packen wir nochmal das an. Na, was soll ich jetzt machen? Ich kann nur noch irgendwas setzen hier und warten, bis es vorbei ist. So. Das ist halt immer total scheiße. Ich will da auch nicht nur dumm rumsitzen. Ich will da schon noch irgendwas setzen auch. Aber am besten wäre es halt, wenn man direkt rausgehen könnte und im nächsten Kampf. Oder wenigstens sein Deck sortieren. Ich glaube, das geht aber auch sogar. Also müsste normalerweise funktionieren. Habe ich zumindest früher mal gemacht. Oder gesehen, dass Leute das gemacht haben oder sowas. Ja. Aber keine Ahnung, wie das geht. Jetzt versuche ich mich mal von Anfang an zu konzentrieren. Ich nehme mal hier den Mini-Packer. Es ist, glaube ich, mal ganz gut, wenn man so der Erste ist, der was setzt, ne? Dann hat ja der Gegner schon mal einen minimalen Elixierverlust. So. Also es macht natürlich nicht viel aus, weil man ja dann im Kampf auch theoretisch schnell Elixierverluste einfährt. Naja. So, der war zumindest ganz okay noch von der Besiegbarkeit her. Okay. Der hat wieder so ein halbes Hüttendeck hier, das gefällt mir nicht. Ich
Ich nehme mal da den Kumpel, den Tunnelgräber. So, dann chatten wir mal ein bisschen. Machen wir mal so. Oh shit. Ah ne, das geht. Ja, die weg bitte. Hallo. Oh ne. Kann man das noch irgendwie ergänzen? Nee. Ja, ob das jetzt was bringt? Nee, auch nicht. Super. Ja, heute nicht so viele Themen auch. Leider. Jetzt weiß ich wieder gar nicht, was ich in den Titel schreiben soll. Ach, ey. So ein Müll. Junge, das geht ja überhaupt nicht voran. Das ist ja wieder total dumm. Muss denn immer jedes Mal ein Spiel dabei sein, was so sich in die Länge zieht? Das ist schlimm. Es gibt keine Spiele mehr, die mal schnell entschieden sind, es sei denn, ich verliere. Aber mal welche, wo es ein bisschen spannender ist oder wo ich vielleicht gewinnen kann, die sind dann immer viel zu lang. Ne? Verstehe ich nicht. Also, ich weiß auch nicht. Das nervt mich einfach nur. So, dann hier. Mensch, ich würde doch einfach nur mal ein bisschen Schaden da machen. Ist das denn zu viel verlangt? Es muss doch mal irgendwie möglich sein. Jetzt muss ich den wieder verteidigen da drüben. Das kann auch nicht sein. Oh lol, ich kann ja übelst viel Schaden machen. Lol. Ich habe 3 Hits noch gekriegt auf den Tower. Als ob. Das ist ja übelst stark. So, ich muss aber auf den Funke aufpassen. Ne? Deswegen kommt da jetzt der Mega-Ritter hin, hier der Feuerball. Die sind alle mit einem Mal weg fast gewesen, ja. Ach, jetzt ist das wieder so ausgeglichen, ey. Das ist so dumm. Das ist einfach nur dumm. So, ich finde dafür keine Worte mehr schon wieder. Ja, erstmal weg damit. Oh nee. Wie hat denn der jetzt bitte die Lakaien zerstört? Was? Hä? Wie geht das? Nein! Oh ey, jetzt kann der Funky da auch noch schalten und walten, wie er will. Und da kommt direkt der nächste. Ich glaub's nicht. Junge, hä? Das gibt's nicht. Der gewinnt auch noch. Junge, das kann ich doch nicht zulassen. Diesen Dreck. Leute, hab ich gewonnen. Hä? Okay. Das ging schnell. Alter, das war jetzt wieder so richtig dumm, ne? Der hätte jetzt über beide Seiten richtig schnell gewinnen können. Und da habe ich nochmal mich gerettet in letzter Sekunde. Alter, es kann doch nicht sein, dass ich nur noch so irgendwie gerade knapp gewinnen kann und alles andere ist nicht mehr drin oder was. Also, ist echt blöd. Naja, das war's dann erstmal. Danke fürs Zusehen und ciao.